Willkommen, Freunde. Eine ID geht vorbei, die nächste steht wieder vor der Tür. Deswegen schauen wir einmal, was uns jetzt hier diese Woche erwartet und was ich so erreicht habe. Dieses Mal bekommen wir die World Quest Weekly für 2500 Ruf. Okay, kann man mitnehmen. Ansonsten keine nice Belohnung. Unterwegs greife ich mir hier nochmal das Ding, denn dann kann ich hoffentlich auch Finsterherzdickicht. Okay, lange her. Aber wer weiß, vielleicht werde ich mich da mal durchschlagen. Aber das einzig Wichtige ist natürlich hier die Schatzkammer. Ich war ein bisschen unterwegs, allerdings nur mit dem Druiden, weil zeitlich das Ganze nicht so gepasst hat. Dafür haben wir aber hier drei Items freigeschaltet, drei Slots. Und die Schultern sind Set-Schultern. Vorlage haben wir noch nicht. Können wir nehmen für den ersten Bonus. Sehr schön. Dann haben wir hier Schuhe. Könnten wir auch nehmen. Meine jetzigen sind nicht so gut. Und hier haben wir nochmal Handgelenke. Sind genauso vom Level her wie das, was ich anhab. Aber ich würde sagen, wir nehmen uns jetzt hier die Set-Schultern. Tempo, Vielseitigkeit. Sehr schön. Und auch deutlich mehr Vielseitigkeit, als wir jetzt aktuell haben. Das ist eine schöne Belohnung. Ja, wie gesagt, ich war ein bisschen faul gewesen. Natürlich internetbedingt, gesundheitsbedingt hat das alles nicht so funktioniert, wie ich es gerne haben wollte. Aber wenn alles gut geht, bin ich ab übermorgen wieder mit vernünftigem Internet versorgt. Dann kann richtig durchgestartet werden. In WoW werden dann hoffentlich einiges an Chars nochmal gezockt. Story werden wir dann beenden. Und natürlich wird es dann auch in Classic weitergehen, in Hardcore und SOD. Ich werde das Wochenende optimal nutzen, um deutlich weiter in WoW voranzuschreiten. So, dass dann quasi ab dieser ID wieder einiges hier in diesem Bereich passiert. Ich hoffe, dass alles so klappt, wie ich es mir vorgenommen habe. Und die Ergebnisse werdet ihr dann weiterhin wöchentlich miterleben können.